Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie heute recht herzlich zu unserem Webinar Personalplanung mit ERBHCM und SAP NetWeaver begrüßen. In der ursprünglichen Agenda stand noch Personalkostenplanung, aber im Personalmanagement gibt es natürlich noch weitere wichtige Kennzahlen als die Kosten. Weiteres im Folgenden mehr. Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf die heutige Agenda werfen. Nach der Vorstellung meiner Person und der Logic One werden wir den Fokus auf die Personalplanung in ERBHCM und SAP BW legen. Danach möchte ich Ihnen gerne unseren Ansatz der Personalplanung transparent machen. Mit Argimendo, einem Produkt der IV Solution, zeigen wir ein Werkzeug, mit dem eine schnelle und kostengünstige Implementierung der Personalplanung in SAP BW realisiert werden kann. Wie können die Personalinformationen zur Verfügung gestellt werden? Mit welchen Informationssystemen muss das Personalmanagement der Zukunft ausgestattet sein, um seinen Anforderungen gerecht zu werden? Das werden dann die letzten beiden Punkte sein auf der Agenda. So, kommen wir kurz zu meiner Person. Mein Name ist Andreas Hart und ich mache jetzt seit über 20 Jahren bin ich im Geschäft und seit, ich schätze mal, seit 10, 15 Jahren eigentlich auch schon in der Beratung tätig. Angefangen habe ich 10 Jahre in der Linie, mein erster Arbeitgeber, dort angefangen in der Anwendungsentwicklung unter R2 und bin dann gewechselt ins Konzerncontrolling und habe dort in der Abteilung Management Informationssysteme mein erstes Management Informationssystem implementiert. Das war 1999. Das erste SAP BW und seitdem bin ich eigentlich mit dem Thema Business Warehouse verbunden, sowohl inhaltlich als auch in Projekten, und irgendwie hat mich das gefesselt und habe ich seit heute nicht mehr freigegeben. Meine Spezialthemen sind Financials Controlling und damals bei meinem ersten Arbeitgeber habe ich auch die Ergebnisrechnung implementiert. Danach bin ich gewechselt auf die andere Seite, auf die Beraterseite. Und seitdem mache ich eigentlich Projektmanagement und Projektleitung, bin unter anderem auch Dozent und Referent von SAP BW Schulungen und habe mich auch schon als Co-Autor von SAP NetWeaver Büchern versucht. Und damals mit der IV Solution haben wir auch das erste SAP NetWeaver Buch rausgebracht, da waren wir auch ganz stolz drauf. Und seit 2010 bin ich jetzt bei der Logic One. Und seit letztem Jahr Oktober unter anderem verantwortlich für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Unternehmensexpansion. Natürlich bin ich daneben auch noch als Berater in unterschiedlichen BW-Projekten bei uns tätig. Das war kurze Information zu meiner Person. Und jetzt zur Logic One. Mit wem haben Sie es eigentlich hier zu tun? Die Logic One besitzt eigentlich seit 96 SAP HCM Kenntnisse, das Know-how ist da schon aufgebaut worden im Vorfeld, und seit 2001 hat man sich auf SAP BW für HCM spezialisiert, und daraus wurde 2004 die High Quality Consulting gegründet. Das war eigentlich ein Mann-Unternehmen, und in 2008 ist das Ganze umfirmiert worden zur Logic One. Und seitdem haben wir sukzessive Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufgebaut, und mit ungefähr 16 Mitarbeitern sind wir mittlerweile eines der größten Expertenteams für HR Analytics im BW-Umfeld. Das ist definitiv eine Nische, in der wir hier rein sind, und wir wollen uns auch voll auf diese Nische konzentrieren. Unsere Kernkompetenzen bestehen natürlich auf allen HCM-Komponenten, die dort angeboten werden. Wenn wir Richtung SAP NetWeaver gehen, dann haben wir hier auch sehr gutes Business Objects Know-how. Das werde ich Ihnen nachher nochmal zeigen, wenn Sie unser Dashboard mal betrachten können. Und natürlich, wenn es um HR Analytics geht, haben wir natürlich hier Berechtigungen,
haben wir sehr hohe Berechtigungskompetenz und Datenschutzkonzeption aufgebaut. Unser Ziel, wo wollen wir hin, unsere Stärken weiter ausbauen, soll heißen, wir wollen uns noch weiter mit diesen Themen beschäftigen und noch viele interessante Themen angehen, die zum Thema Personalmanagement gehören und im Moment bei vielen Endanwendern noch gar nicht zum Tragen kommen. Ich möchte Ihnen jetzt mal einen Auszug unserer Referenzliste kurz geben, damit Sie mal sehen, mit welchen Projekten wir schon in der Vergangenheit zu tun hatten. Auf der einen Seite haben wir die E.ON AG, da ging es um ungefähr 96.000 Personalnummern. Da ist ein globales BW aufgebaut worden und ungefähr sind 150 Gesellschaften abgebildet worden. Danach ist das lokale Reporting für BW für die einzelnen Länder auch noch nachgezogen worden und in der nächsten Ausbaustufe ist dann hier an Dashboards gedacht für Human Resources Corporate. Daneben haben wir auch für die Schaeffler-Gruppe, haben wir ungefähr 85.000 Personalnummern abgebildet, haben wir für die Schaeffler-Gruppe auch ein globales BW-HCM aufgebaut. Zur Schaeffler-Gruppe gehört natürlich auch die Lamellen- und Kupplungsbau Bühl, ist ein Begriff, hauptsächlich auch aus der Sportwelt, weil die Look dort auch sehr oft und sehr viel Werbung macht. Daneben hatten wir auch einen Einzelhändler und für diesen Einzelhändler haben wir ein globales E-Recruiting aufgebaut, in dem pro Jahr bis zu 500.000 Bewerbungen verwaltet und administriert werden. Dann haben wir hier noch ein MDAX-Unternehmen, für das wir im Moment aktuell ein globales BW implementieren. Dafür machen wir die Strategie. Und hierbei geht es hauptsächlich auch um die Zusammenführung von SAP und Non-SAP-Systemen. Und darüber hinaus wird ein globales Reporting für das Talentmanagement aufgebaut. Die ganz große Herausforderung bei diesem Projekt ist natürlich die Stammdatenharmonisierung bei SAP und Nicht-SAP-Gesellschaften, dass man die an der Stelle berücksichtigen muss. Summa summarum haben wir in der Vergangenheit über 50 BW-HCM-Projekte mehr als wirklich sehr erfolgreich zum Fliegen bringen können. Und da sind wir auch stolz drauf und haben in dem Zeitraum auch sehr viel Know-how uns aneignen können. Auf dieser Folie haben wir jetzt mal unsere Partnerschaften abgebildet. Die relativ kleine Logic One kann natürlich nicht alles selbst machen. Es ist immer gut, wenn man gute und zuverlässige Partner an der Seite stehen hat. Natürlich die Ivy Solution und mit der Ivy Solution haben wir hier auch schon Projekte zusammen gemacht, wie beispielsweise bei den Sparkassen oder TÜV Süd oder bei der Daimler AG. Daneben natürlich SAP. Da sind wir Preferred Supplier für den Bereich HCM im BW-Umfeld. Und mit der SAP haben wir auch schon einige sehr große Projekte gemacht, unter anderem auch bei der Bundeswehr. Und das letzte große Projekt letztes Jahr, wo wir tätig waren, das war unter anderem auch bei der Turkish Airlines in Istanbul, wo wir vor Ort waren. Daneben haben wir auch Partnerschaften mit Lodestone und PT Consult, mit denen wir auch hier beispielsweise bei Novartis und bei Swarovski schon Projekte gemacht haben oder aktuell jetzt bei Heidelberg Zement oder Kiagen. Kommen wir jetzt zur Personalplanung in SAP HCM. Ich habe Ihnen hier auf dieser Folie mal die wichtigsten Player zusammengestellt, die direkt oder indirekt mit der Personalplanung im HCM zu tun haben. Auf der einen Seite haben wir das Organisationsmanagement, das so ziemlich den wichtigsten Part bildet bei der Personalplanung im HCM, weil ohne das Organisationsmanagement geht eigentlich nichts. Ja? Und da sehen Sie jetzt auch schon ein Problem, das auf Sie zukommen kann. Die Gesellschaften, die in dem Organisationsmanagement nicht abgebildet werden, die sogenannten Non-SAP-Gesellschaften, die sind hier, wenn überhaupt, nur mit einem relativ hohen Aufwand zu implementieren und zu pflegen, damit sie nachher von einer 100% Lösung ausgehen können. Ja, ansonsten haben Sie hier wirklich nur die SAP-Gesellschaften in dem HCM,
die Sie auch beplanen können. Neben dem Org-Management haben wir natürlich dann auch den Abrechnungsbereich oder hier die Kontingentplanung und ganz wichtig auch die Personalstammdaten, die dazu Sorge tragen, damit Sie hier auch planen können. Und daneben halt noch das Veranstaltungsmanagement und das Vergütungsmanagement. Schnittstellen zu anderen Bereichen haben wir natürlich Richtung Kostenrechnung. Wenn Sie den Personalkostenplan erstellt haben, dann können Sie diese Planungen oder diese Planversion auch übergeben an die Kostenrechnung. Oder auf der anderen Seite, wenn Sie Ihr HR Analytics unter BW laufen lassen möchten, dort die Berichte zur Verfügung stellen möchten, dann haben Sie natürlich den HCM-Content, mit dem Sie dann die Daten in das BW ablegen können. Die Personalplanung in SAP HCM ist natürlich sehr detailliert. Auf der einen Seite ist er aber auch kosten- und zeitintensiv. Wenn wir mal den Planungsprozess betrachten, dann haben wir einmal im ersten Schritt die Planungsvorbereitung. Da müssen dann die entsprechenden Prämissen gesetzt werden. Das System muss dementsprechend gecustomized eingestellt werden. Wir haben hier die Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben zu beachten, eventuell Tariferhöhungen und so weiter und so fort. In einem nächsten Schritt haben wir hier die Datensammlung und die Datenbasis, die wird aus dem Organisationsmanagement natürlich gebildet. Wir haben hier die Personaladministration und die Abrechnung und das Ganze funktioniert auf Infotyp-Ebene. Sie sehen auch hier, es ist wirklich sehr detailliert. Danach kämen dann die Kostenplanläufe. Ich habe dann hier Planungsläufe auf Ebene Kostenbestandteile, direkt abhängig oder zusätzlich. Und dann würde die Detailplanung erfolgen. Ja, da können Sie unterschiedliche Pläne und Kostenträger bearbeiten und die dann zur Verfügung stellen. Und bei der Detailplanung, da habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich auf Ebene Kostensichten je Kostenobjekt planen kann oder ich plane die Gesamtkosten je Kostenobjekt beispielsweise oder ich habe die Gesamtkosten je Kostenbestandteil. Oder ich kann planen, Gesamtkosten je Kostenträger. Planung von Stellenkontingenten auf Basis von Kostensätzen aus dem Organisationsmanagement, Beispiel Infotyp 5010. Und dann habe ich dann hier noch die Möglichkeit, dass der Beschäftigungsgrad angepasst wird in der Detailplanung. Das heißt, ich kann berücksichtigen Teilzeit, Vollzeit, Austritt. Und ich habe hier auch natürlich die Mitberücksichtigung von Veränderungen der Tarifstufen, die ich hier in der Detailplanung ablegen kann. Es kann jetzt vorkommen, dass ich wirklich keinen durchgehenden integrierten Planungsprozess habe, dass wir hier Systembrüche im Prozess haben. Als Beispiel hatte ich vorhin schon genannt das Thema Non-SAP-Gesellschaften. Ja, die Non-SAP-Gesellschaften habe ich im SAP HCM nicht drin, möchte sie aber trotzdem irgendwo in der Gesamtübersicht zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und das wäre schon der erste Systembruch in diesem Planungsprozess. Ja. Dann habe ich hier keine Planungsmöglichkeiten von Kosten wie Altersteilzeit, Wertgutachten oder Rückstellungen, beispielsweise Urlaub, Gleitzeit und Pensionen. Die kann ich jetzt hier so ohne weiteres im HCM in der Planung nicht abbilden. Wenn ich jetzt die Systemintegration herstellen möchte, dann bin ich also wirklich gezwungen, die Plandaten in das CO zu überführen. Ansonsten hätte ich hier eine Silo-Sicht. Auf der einen Seite habe ich jetzt meine Personalkosten geplant, auf der anderen Seite habe ich meine Controlling-Daten. Ich kriege sie aber so nicht unbedingt zusammen. Die müsste ich dann schon überführen und müsste dann dementsprechend im Vorfeld auch die Systeme eingestellt haben, damit das funktioniert. Kommen wir jetzt zur Personalplanung in SAP BW, SAP NetWeaver. Hier, das macht doch wirklich überhaupt keinen Sinn, haben wir keine centgenaue Planung pro Personalnummer, so wie wir sie im HCM haben. Wenn Sie sowas haben wollten im Business Warehouse, wären Sie gezwungen, die komplette Logik und die komplette Funktionalität, Planungsfunktionalität aus dem HCM im BW abzubilden. Das macht definitiv keinen Sinn. Ja.
dann kann ich auch gleich unten im HCM planen und bleibe auch dann da. Neben der, wegen der Möglichkeit, hier aggregiert planen zu können, bin ich effizient, schnell und flexibel. Ich kann mich also wirklich auf den BW-Aggregaten, auf den BW-Leveln jeweils flexibel austauschen und kann dort Sachen abbilden, die ich so ohne weiteres in einem ERP-System, in einem HCM-System nicht machen kann. Ich habe die Möglichkeiten, hier die Non-SAP-Gesellschaften zu planen. Wenn wir das jetzt mal hier auf dem Bild betrachten, jetzt mal als neues Beispiel, da haben wir hier die Konzernzentrale in Europa mit den entsprechenden europäischen Ländern. Die mögen jetzt alle SAP im Einsatz haben, können ihre Personalkosten, ihre Personalplanung in SAP HCM machen und dort hätte ich dann auch die Möglichkeit, das Ganze zu harmonisieren und zusammenzubringen. Wenn ich jetzt aber international aufgestellt bin und ich gehe jetzt mal hier nach Südamerika oder ich gehe hier mal Richtung Australien oder nach Asien, dann müssen diese Tochtergesellschaften nicht unbedingt SAP im Einsatz haben. Und diese liefern mir dann die Plandaten unter Excel, in der Access-Datenbank, vielleicht auf Papier. Und ich muss dann sehen, wie ich diese Plandaten dann auch bei mir in das konsolidierte zentrale Business Warehouse reinbekomme, damit ich nachher zu wenigstens auf BW-Seite die Möglichkeit habe, 100% abbilden zu können, auch im Reporting. Ich habe auch die Möglichkeit, im Business Warehouse sogenannte nicht personenscharfen Kostenblöcke wie Altersteilzeit-Wertgutachten abbilden zu können. Das ist nochmal ein Vorteil, wenn ich auf diese Kostenblöcke angewiesen bin in der Planung, wenn die auch gesehen werden möchten. Und ein ganz großer Vorteil, den wir im Business Warehouse haben, ist die Optimierung des Planungsprozesses mit den entsprechenden SAP-Werkzeugen. Ich habe die Möglichkeit, mit den entsprechenden Werkzeugen, die mir das Business Warehouse zur Verfügung stellt, einen Planungsprozess zu definieren, an dem die Führungskräfte, an dem Abteilungsleiter, an dem all die Leute daran teilnehmen können und müssen, letztendlich auch die ihr Personal planen, die ihre Abteilung planen und die Personalverantwortung besitzen. Je nachdem, wie der Prozess definiert ist, kann man hier eine relativ große Benutzerakzeptanz erreichen. Und dann läuft man auch Gewähr, dass alle wirklich ihre Daten dementsprechend in das System reinbekommen und wir hier von einer verlässlichen Personalplanung sprechen können. Nachdem ich jetzt die Daten in das System integriert habe, möchte ich sie mir jetzt auch anzeigen lassen. Das heißt, wie kann ich jetzt diese Informationen an die entsprechenden Userkreise, Nutzerkreise bringen? Also in Form von Berichten unter Excel, in Form von Webberichten oder PowerPoint, das funktioniert ja auch. Und dann haben wir natürlich auch Dashboards, die wir dann dem Top-Management zur Verfügung stellen können, wo wir dann die entsprechenden Personalplandaten auch visualisiert rüberbringen und wo demnach auch dann gehandelt werden kann. Da zeige ich Ihnen nachher nochmal mehr auf einer schönen Folie. Da zeige ich Ihnen mal das Dashboard von der Logic One. Da ist ziemlich viel Herzblut reingesteckt worden. Und unsere Kreativabteilung war da wirklich sehr kreativ und hat hier ein, denke ich mal, ansprechendes Dashboard unter Business Objects kreieren können. Nichtsdestotrotz, wenn wir nochmal auf den Planungsprozess gehen, haben die Personalplaner auch mehr Möglichkeiten, auf die Planung letztendlich einwirken zu können. Man kann dann auch gewisse Planungsfunktionen hinterlegen, wo ich dann sage, ich möchte jetzt pauschal so viel Prozent meiner Personalkosten beispielsweise für die nächsten 2, 3, 4 Jahre um 10, 15% erhöhen. Wenn man so einfache Planungsfunktionen zur Verfügung stellt, kommt man auch sehr gut zu einem brauchbaren Ergebnis. Dann
Wenn wir nochmal den Planungsprozess betrachten, hat man auch hier im Business Warehouse Umfeld die Möglichkeit, über ein sogenanntes Monitoring den ganzen Planungsprozess zu überwachen. Man kann über das Monitoring steuern, wer zuerst planen soll, je nachdem, ob ein Unternehmen ein Top-Down oder Bottom-Up planen möchte, kann man das so hinterlegen. Die Leute müssen sich dann dran halten. Ich habe immer die Übersicht, wer muss denn noch planen oder sind wir jetzt fertig? Ist die Planung jetzt abgeschlossen? Ich kann hier auch eine sogenannte Prüfung hinterlegen auf inhaltliche Richtigkeit, dass mir hier noch angezeigt wird, kann das dann logisch richtig sein, was hier geplant wurde, oder ist das hier ein Vertipper gewesen? Diese Sachen kann ich hinterlegen in diesem Planungsprozess und habe hier dann auch noch Möglichkeiten bezüglich eines Freigabeverfahrens zu diskutieren, wie ich am besten die einzelnen Planungsschritte koordinieren kann, damit am Ende vom Tag auch die Gesamtplanung gefahren werden kann. Auch ein großer Fortschritt oder ein großer Vorteil gegenüber dem operativen System ist die Möglichkeit von sogenannten What-If-Szenarien. Ich habe die Möglichkeit, unterschiedliche Sichten im BW abbilden zu können, dass ich beispielsweise meine Organisationsstruktur von mir aus auf den Kopf stellen kann, ohne dabei Informationen aus dem operativen System verändern und updaten zu müssen. Das ist ganz wichtig. Ich bin da frei. Ich kann da im wahrsten Sinne des Wortes machen, was ich möchte. Bin also wesentlich flexibler als in dem operativen System. Ich möchte jetzt nochmal zu dem Punkt kommen, Personalplanung als Hybridansatz. Was versteht man eigentlich darunter? Hybridansatz, sowas, ich kenne Hybridantrieb aus der Automobilindustrie, aber Hybridansatz, was kann ich darunter verstehen? Die extremen Beispiele für eine Personalplanung ist einmal, ich plane nur in meinem operativen System oder ich plane nur in meinem SAP-BW-System. Das wären die Extrempositionen, die ich hier fahren kann. Und der Hybridansatz, der nimmt von beidem etwas und bildet das dann im BW ab und muss somit an einigen Stellen die Welt nicht neu erfinden, sondern ich bediene mich jetzt beispielsweise der Stammdaten aus dem HCM. Ich kann die Organisationsstruktur in das BW reinladen, habe aber dann die Möglichkeit, auf der Basis auf aggregierter Ebene meine Personalplandaten ablegen zu können. Und natürlich gibt mir das hier die Möglichkeit, die BW-Technologie, diese Personalplandaten relativ schnell mit anderen Unternehmensbereichsplänen zu einem Gesamtplan sehen zu können. Ja. Ein weiteres interessantes Thema ist die strategische Themenplanung, beispielsweise Talentmanagement, wo auch wirklich weiche Faktoren geplant und im Fokus stehen sollten. Und hier als Beispiel eine strategische Personalplanung, dass man hergeht und auf wirklich einfacher, aggregierter Ebene abbildet, wie viele Mitarbeiter habe ich in meiner Abteilung, was plane ich für die Jahre 2013 bis 2016 und besteht bei mir wirklich definitiv Personalbedarf und wie kann ich diesen Personalbedarf jetzt decken mit einer internen Deckung? Habe ich die Leute intern, die ich dafür zur Verfügung gestellt bekommen kann? Oder muss ich mich auf dem freien Markt externer Bedarf um diese Ressourcen kümmern? Und man kann hier auch ein relativ einfaches Ampelszenario noch einbauen, wo mir dann angezeigt wird, pass mal auf, bei einem Verhältnis, wo ein externer Bedarf zu interner Deckung, der jenseits von Gut und Böse steht, dann gehen hier die roten Lampen an und dann haben wir hier Handlungsbedarf, weil so ohne weiteres dieser externe Bedarf wahrscheinlich vom Markt nicht so ohne weiteres bezogen werden kann. Warum das so ist, das werden wir dann im letzten Thema noch ein bisschen thematisieren. Stichwort geburtenschwache Jahrgänge und Generation Y. Ein ganz großer Vorteil bei der Personalplanung als Hybridansatz auch im SAP BW ist die Möglichkeit, dass man hier
Pläne, dass man Strukturen, Hierarchien historisieren kann oder dynamisieren, je nachdem, Dynamisierung von Kostenplänen, dass sich dort sämtliche Möglichkeiten, Veränderungen, Versionen, Szenarien einfrieren kann und immer wieder auf diese eingefrorenen Szenarien zugreifen kann, weil sie sich definitiv nicht mehr verändern werden. Und somit habe ich dann Möglichkeiten, irgendwann mal in einem späteren Zeitpunkt diese unterschiedlichen Szenarien und Versionen gegenüberstellen zu können und dann auch erklären zu können, warum sich hier bei der Planung was verändert hat, warum das Ganze sich so entwickelt hat, wie es letztendlich dann auch gekommen ist. Nachdem ich jetzt die Personalplanungsmöglichkeiten sowohl im ERP als auch im BW ein bisschen transparent gemacht habe, möchte ich jetzt zu dem Logic-One-Ansatz der Personalplanung kommen. Es ist letztendlich ein Hybrid-Ansatz, wie Sie hier sehen. Und hier sind schon die wichtigsten Punkte zu sehen auf dieser Folie. Wir haben einmal das Thema der Datenanbindung, sprich, wie sehen meine Quellsysteme aus? Das können einmal die bestehenden HCM-Systeme sein, die ich bei mir zur Verfügung gestellt bekomme, in denen die entsprechenden Gesellschaften oder die Gesellschaft abgebildet ist. Daneben können aber auch Non-SAP-Systeme als Datenquelle zur Verfügung gestellt werden. Das sind dann die Gesellschaften, die halt SAP nicht im Einsatz haben, aber trotzdem in das System rein sollen, damit ich nachher 100% abbilden kann. So, hier die nächste Ebene, die Datenbank-Ebene, Thema Datenmodellierung, SAP BW. Hier spielt jetzt die Musik. Das heißt, hier müssen Sie jetzt mit Ihrem kompletten HCM-Know-how versuchen, die entsprechenden Modelle, Personalmanagement-Modelle abbilden zu können. Hier sind repräsentativ nur zwei Datenwürfel genannt. Das ist jetzt, sagen wir mal, unser Know-how an der Stelle, dass wir durch die vielen Projekte, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, genau wissen, wie wir hier vorgehen, wie wir den Content von SAP verwenden und an welchen Stellen wir den Content auch abändern müssen, damit es letztendlich richtig funktioniert. Und wie Sie sehen, kann ich einmal aus dem HCM natürlich direkt über die Standardextraktoren sowohl Bewegungsdaten als auch Plandaten in dem Modell ablegen. Ich kann mich auch der Stammdaten bedienen hier, dass ich die dann dementsprechend ablege. Das wäre jetzt der hybride Planungsansatz. Und auf Basis dieser Stammdaten kann ich dann auf BW-Seite diese Stammdaten in Bezug auf die Planung erweitern, kann hier weitere Köpfe planen beispielsweise, weitere Bereiche mit aufnehmen und bin somit flexibel gegenüber dem ERP-System. Neben der Datenmodellierung habe ich schon erwähnt gehabt, die Historisierung. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, in dem Modell entsprechende Versionen abzulegen, einzufrieren und immer wieder auf diese Version zugreifen zu können. Daneben ganz wichtig, wenn wir von HR-Daten sprechen, dann haben wir ja auch gleich dann das Thema Berechtigung zu berücksichtigen. Das ist ein ganz sensibles Thema. Da haben wir ja auch die entsprechenden Konzepte parat mit den entsprechenden Berichtsrollenkonzepten, die wir hier zur Verfügung stellen können. Und letztendlich, wie man hier jetzt sehen kann, habe ich dann auch die Möglichkeit, relativ einfach die Personaldaten auch mit den bereichsübergreifenden Daten aus dem Finanzwesen oder aus der Kostenrechnung zu verbinden. Das ist ja der riesengroße Vorteil von SAP BW. Und auf dieser Basis letztendlich die Informationen über entsprechende HR-Analytics-Anwendungen den Userkreisen zur Verfügung zu stellen. Sie sehen jetzt hier noch weitere Bereiche, die hier oben in der Ebene genannt sind. Wir haben hier einmal Monitoring-Planungsprozess und hier steht der Name Agimendo. Was verbirgt sich dahinter? Agimendo ist ein Produkt der IB Solution. Dieses Produkt ist ein spezielles Add-on und dieses Produkt ist unter einem eigenen zertifizierten Namensraum in BW implementiert und zur Verfügung gestellt worden. Und mit diesem Produkt können Sie unter anderem auch diese Personalplanung unterstützen. Wir können mit Agimendo das Monitoring bauen.
für diese Personalplanung. Und wir hätten auch die Möglichkeit, mit Agimendo auch Plandaten über diese Schnittstelle einzugeben und Plandaten wir in die Datenwürfel und in die Stammdaten zurückzuschreiben. Auf den Ebenen, auf die sie eigentlich sollen, ob jetzt auf Kostenstellenebene, Buchungskreisebene oder Gehaltsgruppen. Je nachdem, wie ihre Personalplanung, ihre individuelle Personalplanung aussieht, hätten wir dann hier die Möglichkeiten, die Plandaten über die entsprechende selbstdefinierten Eingabemasken dem BW wieder zur Verfügung zu stellen. Schauen wir uns mal ein paar Screenshots an von dem Agimendo, dass Sie das mal gesehen haben. Hier hätten wir jetzt die Möglichkeit, über eine sogenannte Stammdatenplanung die entsprechenden Stammdaten auf BW-Seite weiter zu beplanen und zu vervollständigen. Sie haben hier oben jetzt Ihre Organisationseinheit in der Hierarchie. Sie wählen sich eine Org-Einheit aus, beispielsweise hier die 1003. Und dann sehen Sie unten im Detail für die Org-Einheit 1003 sämtliche Anzahl Stellen, vakant ab, Tarifgebiete, Tarifart, je nachdem das, was Sie an diesen Org-Einheiten planen, pflegen, verändern möchten, haben Sie die Möglichkeit, sich das hier anzeigen zu lassen und auch zu pflegen und auch letztendlich zu speichern. Sie können anlegen, Sie können zwischenspeichern, Sie können das Ganze auch dann so komplett wieder in die entsprechenden Infoobjekte zurückschreiben. Dann haben wir hier noch ein Beispiel, ein Screenshot für die Pflege und die Erfassung von Stammdaten und Merkmalen im BW. Als Beispiel haben wir jetzt hier die Wirtschaftseinheit. Das kann auch genauso gut auch wieder irgendwie ein Bereich sein aus dem Org-Management. Hier ist jetzt der Bereich beispielsweise rausgenommen worden. Den sehe ich jetzt hier unten im Detail wieder. Und für diesen Bereich, das ist jetzt ein Beispiel, wo ich Aufwände und Erlöse planen kann auf Ebene Kostenart. Aber für diesen Bereich kann man sich jetzt genauso gut auch vorstellen, dass man jetzt hier im Detail seine Org-Einheiten nochmal im Detail planen kann. Je nachdem, wie man das Ganze definiert hat, wie der Personalplanungsprozess bei Ihnen im Unternehmen definiert sein wird. Da hinterlegt haben wir noch eine bequeme, benutzerfreundliche F4-Hilfe, die hier verwendet werden kann. Und das war jetzt mal ein Beispiel, wie man die Stammdaten und Merkmale pflegen kann. Als letzter Screenshot möchte ich Ihnen jetzt die Möglichkeit zeigen, wie man Planungsprozesse definieren kann mit Agimendo. Das wäre dann der dritte Part, der für uns für die Personalplanung interessant sein kann. Sie können jetzt hier Ihre Unternehmensplanung definieren als Prozess. Und den Prozess können Sie über den Prozessmonitor dementsprechend so weiter im Detail aus definieren, dass Sie hier eingeben, welche Daten kommen denn jetzt maschinell aus einem Vorsystem, welche Daten sollen über manuelle Eingabe in das System reingebracht werden. Dann gibt es hier Möglichkeiten, Kommentare zu hinterlegen, warum, was, wie, wo geplant wurde. Das kann man dann verifizieren, man kann es nachlesen. Und es können natürlich auch Prüfungen eingebaut werden, wie letztendlich die Daten verifiziert werden, damit das Ganze hinten raus auch stimmig ist. Mit diesem Tool kann der Prozess soweit definiert werden, wie gesagt, wieder unternehmensspezifisch für Ihr Unternehmen. Und Sie können hier relativ schnell die entsprechenden Prozesse auch implementieren. Mit Agimendo können Sie natürlich noch andere Sachen planen. Ich habe Ihnen jetzt beispielsweise nur die Funktionen vorgestellt, die für die Personalplanung entscheidend sind für uns und die wir dann auch nehmen würden, damit hier solche Planungsprozesse, beispielsweise hier so ein Prozess auch schnell implementiert werden kann. Hier müssen Sie nicht auf der grünen Wiese anfangen. Dafür wäre das Produkt hilfreich. So, jetzt haben wir die Plandaten in das System reingebracht. Jetzt möchten wir uns auch anschauen, wie kann das aussehen. Da habe ich Ihnen jetzt hier als Beispiel unser Dashboard von der Logic One, mit dem ich jetzt unter anderem auch meine Plandaten abbilden kann, visualisieren kann. Sie sehen, das Ganze sieht ein bisschen anders aus als sonst die Dashboards, die man so in der Literatur sehen kann. Wie gesagt, unsere kreative Fachabteilung hat sich hier mächtig ins Zeug gelegt und hat hier auch
spezielle Literatur gewälzt. Das Ganze basiert auf Stephen View, der sich hier ziemlich einen Kopf gemacht hat, wie denn Dashboards am besten aussehen sollen, rein von der DV-Ergonomie. Und ich denke mal, unsere Herrschaften haben das ganz gut adaptieren können und haben hier ein sehr ansprechendes Dashboard kreiert unter Business Objects, mit dem Sie hier wirklich gut und schnell zum Ziel kommen. Sie haben hier oben die Möglichkeit, die Periodizität auszuwählen. Sie gehen hier beispielsweise auf Ihre Organisationseinheit und dann bekommen Sie hier als Beispiel Ihre Fulltime-Äquivalenz. Sie haben hier die Kosten, Personalaufwände, Fluktuation, je nachdem die Kennzahlen, die Sie geplant haben. Hier sehen Sie beispielsweise Ergebnisse Ihr Berater. Da sehen Sie schon Ergebnisse Ihr Berater. Da muss noch ein bisschen mehr zusammengeführt werden als nur die Personalplandaten. Da haben wir natürlich auch Informationen aus dem Controlling und auch aus der Finanzbuchhaltung. Aber das ist, wie gesagt, der Vorteil von einer BW-Lösung, dass man diese Informationen relativ schön und schnell zusammenbringen kann. Und hier haben wir dann eine Ampelanalyse, wo wir auch nur dann rote Ampeln angezeigt bekommen, wenn es notwendig ist. Die restlichen Sachen, die im grünen Bereich sind, die interessieren mich jetzt nicht. Mich interessiert eigentlich nur dort, wo es brennt. Das ist natürlich, sagen wir mal, definitionsspezifisch ablegbar. Und hier sehe ich dann, dass mein Ist im Vergleich zum Vorjahr 10% drüber liegt. Jetzt mal als Beispiel plus 10%. Und ab einem gewissen Prozentsatz, hier sind es 19, auch schon ab 17% würde ich jetzt hier eine rote Ampel sehen, die würde dann aufleuchten. Das ist natürlich frei definierbar und erst dann sehe ich, okay, ich muss hier agieren, ich habe hier einen Handlungsbedarf. Die restlichen grünen Ampeln, die schenken wir uns. Das Gleiche funktioniert natürlich auch mit dem Plan, ist zum Plan. Und auf der anderen Seite hätten wir dann die Fulltime-Äquivalenz abgebildet und hier sehen Sie eine Treppengrafik, in dem Sie dann beobachten können, hier war das Ziel, man möchte Personal abbauen. Das heißt, solange ich Personal abbaue, bin ich im grünen Bereich. Aber wenn das Ganze wieder entgegengesetzt geht, gegen diese X-Achse, dann wird das Ganze auch wieder rot. Das Gleiche unten bei den Kosten. Dort kann ich die Planung natürlich auch abbilden. Dort sehe ich sie dann mit meinem bis dato aufgelaufenen Ist. Und als weiteres Beispiel kann ich hier beispielsweise die Kennzahl Überstunden abbilden und habe hier mehrere Möglichkeiten, wie ich das Ganze dann hier sauber transparent auch rüberbringe. Das war jetzt ein Beispiel, wie ich die Daten reporten kann. Das ist jetzt ein Dashboard, das wäre jetzt das Thema für das Top-Management. Natürlich für den Personalcontroller kann man hier auch noch Excel anbieten und die gängigen Werkzeuge, es kommt immer auf die Zielgruppe drauf an, wer arbeitet mit welchen Tools und diese Tools werden auch dementsprechend zum Einsatz kommen. So, Ivy Solution, Logic One und Ivy Solution, ein starkes Team. Hier sehen Sie nochmal das Zusammenspiel mit unserem Partner Ivy Solution. Auf der einen Seite haben Sie den HCM-Fachmann im BW-Umfeld, der sich sowohl fachlich, inhaltlich als auch technisch sehr gut auskennt und sämtliche Bereiche aus dem HCM im BW auch ablegen kann. Auf der anderen Seite haben wir Ivy Solution, der große Partner, der hier ein sehr gutes und ausgearbeitetes Technologie-Know-how mitbringt, auch betriebswirtschaftlich das Know-how mit dem entsprechenden technologischen Wissen kombiniert. Und die Ivy Solution hat, wie gesagt, Agimendo ins Spiel gebracht. Das ist ein SAP-Add-on für BW, ein Produkt, entwickelt im eigenen zertifizierten Namensraum. Und mit diesem Tool, mit diesem Produkt, kann ich jetzt auch unter anderem die entsprechenden Planungsschritte, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, unterstützen. Und mit diesem Tool komme ich relativ schnell auf BW-Seite zu einem Ergebnis. Neben der Pflege und des Datenwegschreibens, der Planung, wie gesagt, habe ich die Möglichkeit, Prozesse zu steuern, Workflows zu definieren, Kommentierungen zu bringen und eine entsprechende Oberfläche dem Fachbereich zur Verfügung zu stellen, damit dieser auch wirklich mit diesem Tool auch arbeiten kann. In der nächsten Folie sind nochmal die einzelnen Komponenten im Überblick und
neben diesen Komponenten, die wir hier unten haben, die wir so ohne weiteres für die Personalplanung gar nicht brauchen, interessieren wir uns hauptsächlich für diese drei Teilbereiche des Produktes, die dann auch in der Personalplanung zum Zuge kommen. Also wie gesagt, neben der Pflege, der Daten, der Stamm- und Bewegungsdaten haben wir dann noch das Thema Monitoring, Planungsprozess und wir haben auch noch das Thema Berechnungs- und Validierungsvorschriften, also sprich, welche Funktionen kann ich jetzt hier noch in den Planungsprozess mit reinbringen, welche brauche ich noch, damit meine Führungskräfte ihre Personaldaten auch pflegen können. Das war jetzt ein Überblick über das Produkt Agimendo. Und ich komme jetzt zum letzten Thema unseres Webinars. Und dieses letzte Thema heißt Herausforderung an das Personalwesen von morgen. Ja? Das Zielmodell der Personalorganisationen. Die Hauptaufgabe der HR-Abteilung wird zukünftig darin liegen, dass Projekte und Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten Aufgaben und Tätigkeitsbereichen effizient zu verwalten und zu steuern sind. Ja. Wie Sie hier schön sehen, haben wir auf der einen Seite die traditionelle Aufgabenverteilung der HR-Abteilung. Die meiste Zeit wird für den administrativen Bereich verwendet. Betreuung und Beratung, da wird es dann schon ein bisschen weniger und Richtung Strategie wird es dann eher eng werden. Zukünftig wird sich das Ganze ein bisschen rumdrehen, soll heißen, der administrative Teil sollte eigentlich so weit abgedeckt sein, dass er maschinell zu bedienen ist, dass ich hier groß keinen administrativen Aufwand mehr habe, dass ich dann wesentlich mehr Möglichkeiten habe für die Beratung und Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens. Und dass ich auch mehr Möglichkeiten habe, hier strategisch eingreifen zu können. Ja. Aus dem sogenannten Chief Human Resource Officer wird zukünftig der Chief Change Officer. Diese Position, die wir hier haben, wird aufgrund der strategischen Bedeutung auf Vorstandsebene angesiedelt sein. Das Problem, was wir heute im Moment noch haben, ist, dass beispielsweise von den 30 DAX-geführten Unternehmen an der Börse allerhöchstens 6 oder 7 eine Personalabteilung oder die Personalabteilung auf Vorstandsebene angesiedelt haben. Bei den restlichen geführten DAX-Unternehmen haben wir das Personalwesen irgendwo an irgendeinem anderen Vorstandsbereich drangehängt, also subsumiert. Spricht jetzt nicht gerade für die Wichtigkeit oder für den Stellenwert des Personalmanagements, obwohl das Personalmanagement eigentlich immer wichtiger wird. Ja? Denken Sie an den demografischen Wandel. Beispielsweise sind wir jetzt hier in unserem Land jetzt nicht das attraktivste Zuwanderland für hochqualifizierte Arbeitskräfte. Das hatten wir auch damals mitbekommen, als mal versucht wurde, eine Green Card einzuführen. Die Leute, die gehen nicht zu Schmidtchen, die gehen zu Schmidt. Soll heißen, die meisten würden dann sowieso nach Amerika auswandern und dort interessante Jobs annehmen. Und wenn wir das mal weiterspinnen, dann können wir davon ausgehen, dass in den nächsten 10 Jahren, das ist optimistisch gesehen, eine Lücke von 2 Millionen Arbeitskräften klaffen wird. Pessimisten sagen sogar 5 Millionen. Soll heißen, der Kampf um die Ressourcen hat schon begonnen und der wird noch viel krimineller werden in Zukunft. Wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, ich bin in den letzten Jahren oft und viel Zug gefahren und da ist mir ein schönes Beispiel hängen geblieben, wenn Sie überlegen, dass Fahrdienstleiter plötzlich krank geworden sind und dass aus dem Grunde der ICE letztes Jahr in Mainz nicht halten konnte, sondern durchfahren musste, weil die entsprechenden Leute nicht da waren, ist das natürlich ja, für die Deutsche Bahn fast schon der Super-GAU gewesen. Aber auf der anderen Seite möchte ich das jetzt auch keinem Unternehmen irgendwie wünschen, dass aufgrund von Personalmangel zukünftig ganze Abteilungen zugeschlossen werden müssen, weil die Leute nicht da sind. Ja. Mal ganz überspitzt gesagt. Wir haben es zukünftig mit Handlungsfelder des Human Resource Managements zu tun, die dann letztendlich auch in der Planung irgendwo wiederzufinden sein sollten.
Und wir haben es jetzt nicht nur mit den Standardkennzahlen aus dem Personalcontrolling und aus der Personalentlohnung zu tun, die dann beplant werden, sondern wir sehen es letztendlich hier, dass sämtliche Bereiche, sämtliche Handlungsfelder zukünftig mit einem entsprechenden Informationssystem supportet und unterstützt werden müssen. Anders kann es gar nicht sein. Gerade die Themen Change Management oder Talententwicklung sind ganz wichtig und beispielsweise bei der Personalgewinnung, bei der Personalauswahl, da haben wir auch das Thema E-Recruiting, das wird auch immer mehr kommen. Ja? Und die anderen Basisbereiche, die wir hier unten haben, die sind auch nicht zu unterschätzen. Dem müssen die Unternehmen sukzessive so schnell wie möglich Rechnung tragen, sonst haben wir hier oder sonst haben diese Unternehmen ein Problem. Der Ansatz, unser Ansatz, so wie wir aufgestellt sind, der kann eigentlich nur heißen, wir, die Logic One, muss die Fähigkeit haben, und die haben wir, ein Employee Relationship Management System zur Verfügung zu stellen, das diese Handlungsfelder mit den richtigen Informationen versorgen kann. Das Ganze muss dann so aussehen. Die wenigsten Unternehmen können auf so ein übergreifendes Employee Relationship Management System zurückgreifen, weil es teilweise sogar schon an den Basisinformationen, an den Basisdaten hapert. Wenn man die Personalabteilung besucht, und wir haben in der Vergangenheit einige besucht, dann bekommt man den Eindruck, dass die Personalabteilung heutzutage immer noch eine eher schlechte Lobby im Konzern hat. Financials und Controlling, die haben schon vor 15 Jahren ihr Business Warehouse bekommen. Teilweise haben die Personalabteilungen es heute immer noch nicht. Und wer halt eine schlechte Lobby hat, der bekommt in der Regel weniger Budget zur Verfügung. Und das heißt dann, wenn ich weniger Budget zur Verfügung bekomme, kann ich mir dann solche Lösungen natürlich auch nicht leisten. Das funktioniert nicht. Aber der neueste Trend zeigt, dass die Führungsebene es von der Personalabteilung fordert, dass hier auch strategisch unterstützt werden soll. Und dann muss die Personalabteilung, das Personalmanagement auch hier Flagge bekennen und muss sich was einfallen lassen, damit es auch funktioniert. So, jetzt bin ich auch schon fast am Ende des Webinars angekommen. Ich habe jetzt hier nochmal ein paar Punkte aufgeschrieben, die mit den Herausforderungen an das Personalwesen von morgen hier, die hier eine ganz große Rolle spielen werden. Wir haben auf der einen Seite das Thema Generation Y. Ja, wenn Sie mal sehen, heutzutage, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, können Sie mit bis zu 5 unterschiedlichen Generationen arbeiten. Also ich zähle mich jetzt zur Generation Golf. Ja. Und die Babyboomer, die gehen teilweise jetzt schon in Vorruhestand und die personalschwachen Jahrgänge, die kommen erst noch. Es wird auf jeden Fall sehr interessant werden, unter anderem auch mit der jetzt am Drücker sitzenden Generation Y zurechtzukommen, sowohl als Arbeitnehmer, aber natürlich auch als Kunde auf der anderen Seite. Darf man sich nicht verschließen. Diese Generation, die hat andere Vorstellungen, die tickt anders und dementsprechend muss ich mich auf diese Zielgruppe einschießen können und diese Informationen natürlich auch in einem Employee Relationship Management System wiederfinden. Ja? Ich habe mal sarkastisch gesagt, die Unternehmen, die haben, oder fast jedes Unternehmen hat ein ziemlich ausgefeiltes Customer Relationship Management System, und in diesem System steht alles drin über meinen Kunden, die Schuhgröße, wann er mit wem in Urlaub gefahren ist, was er sonst noch für Präferenzen hat. Aber auf der anderen Seite habe ich wirklich auch das Pendant in meinem Unternehmen, ein entsprechendes Employee Relationship Management System. Ja, kenne ich meine eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen genauso gut wie meine Kunden? Ich wage es zu bezweifeln, dass viele Unternehmen hier diese Frage auch mit Ja beantworten können. Und darauf ist hinzuarbeiten, und hier besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf. Das Personalwesen ist gezwungen, zukünftig auch für das Management eine gewisse Wertschöpfung zu generieren.
Ja, ich meine, man muss weg von dieser Verwaltungshaltung des Personalmanagements hin zum Beziehungsmanagement. Ich muss mir wirklich Gedanken machen, ich muss mich mit meinen Leuten beschäftigen, ich muss wissen, wer für mich arbeitet, damit ich diese Leute besser einschätzen kann, damit ich diese Leute binden kann, ganz wichtig, damit ich diese Leute binden kann und damit ich auf diese Leute zählen kann und sie auch an den entsprechenden Stellen richtig einsetzen kann. Ja. Als Fazit, und damit möchte ich mich jetzt auch schon fast verabschieden von Ihnen, als Fazit kann man eigentlich jetzt sagen, die Logic One, die besitzt aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung auf den Gebieten HCM in ERP und Business Warehouse, sie besitzt die Fähigkeit, mit Ihnen zusammen Ihr spezielles ERM-System in SAP NetWeaver aufzubauen und weiterzuentwickeln. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen auf ein positives Feedback von Ihnen und verbleibe jetzt mit freundlichen Grüßen, Ihr Andreas Hart. Vielen Dank für das Zuhören.